Hallo, wir machen weiter bei Mario's Kitas 12 Rebirth Edition. Das letzte Mal haben wir schon 9 Exits geholt und das Spiel wieder kennengelernt, die Funktionalitäten wieder kennengelernt. Und jetzt machen wir einfach weiter mit Demolition. Alles kaputt machen wir jetzt hier. Ah, das darf nicht passieren. Okay, ich verstehe. Das darf schon mal nicht passieren. Was kommt hier raus? Uno Stern. Der jetzt dann weg ist. Nee, Quatsch, weg ist er überhaupt nicht. Ich habe gelügt. Aber ich muss den zerstören. Okay. Was ist hier oben drin? Ah, okay. Okay, mit anderen Worten, ja. Man sollte dann eigentlich den aufhalten. Ja, okay. Das sollte man hinkriegen können. Kann ich das irgendwie noch breaken? Wahrscheinlich nicht. So nicht. So, dann ist das doch jetzt schon geklärt, die Geschichte hier. Dann kann ich mir hier easy den Stern holen und den hier easy killen und das war's. Der andere interessiert mich jetzt nicht weiter. Kann ich aber auch noch killen. So. Unstoppable Nummer 10. What? Ich denke mal, das darf nicht passieren. Ach so. Ah, okay. Das sind ja interessante Blöcke. Ja, RIP. Der darf nicht dagegen fahren. Jetzt habe ich es verstanden. So. Jetzt habe ich erstmal die Funktionalität von den Pfeilen verstanden. Mit jedem Pfeil, der dagegen geht, geht ein Block raus. Auch interessant. Also mit jedem Schuss, der dagegen geht. Und ein Secret Exit Level haben wir wieder. Construct. Mehr Pfeile wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ist das jetzt die Welt der Pfeile, ja? Ah, es geht aber maximal bis 3. Okay. Aber wenn ich jetzt nur den da hinten da hochlege, dann haut es den ja einfach weg. Oh, der kommt... Ja, cool. Kann ich den auch so auslösen? Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel ja nicht. Mensch. Nein, der darf natürlich nicht. Tschüss. Aber da muss er noch. Okay, alles klar. So arbeitet man sich Stück für Stück dann an die richtige Lösung. Irgendwann. Das war nicht so smart. Huch! Bisschen zu weit geworfen. Du, 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 du.
Kriege ich den Pilz dann noch hoch? Hä? Wo ist er hin? Einfach aufgelöst. Das war zu bald. Nein! Yes! Ja, und wie komme ich jetzt da? Achso. Yes! Und genau so muss jetzt das gleiche nochmal machen und dann kann ich einfach darunter gehen. Ja, okay. Dann gehen wir doch da jetzt einfach nochmal durch. Yay! Easy going. Ja, hochkommen müsste man jetzt halt noch. Nein! Scheiß Schlüsselloch. Eigentlich sollte ich die Shell dafür behalten. Dann mache ich das nämlich mit der Shell und nicht mit, mit dem Schlüssel. Dann kann sowas wie gerade nämlich nicht passieren. Was Dummes. So. Oh Mann. Yay. Aha. Ein Herausforderungs-Switch. Challenge Nummer 2, Spektrum. Da unten ist wahrscheinlich der Schlüssel drin. Yoshi muss oben bleiben. Wir gehen trotzdem mal runter. So ist es natürlich nicht gedacht, ich weiß. Was würde eigentlich passieren, wenn ich den da drücke? Wahrscheinlich komme ich da gar nicht hin zum Drücken. Ja, aber jetzt komme ich halt eh nicht mehr. Die Frage ist, muss man die überhaupt alle drücken? Aber wie soll ich denn... Warum sollte ich den blauen zum Beispiel drücken wollen? Will ich den blauen drücken? Das ist halt die Frage. Das ist genau der... Das ist ja gerade der, den ich nicht drücken kann. Wait! Yoshi ändert die Farbe nach dem... Oh mein Gott, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Der ist am Anfang grün. Und da wird er gelb.
Yo, what? Aber wenn ich hier unten bin, komme ich nicht mehr hoch. Na, da ist dann Schluss. Ja. Ich könnte jetzt höchstens halt so machen. Oh! Mario kann die gar nicht drücken. Das heißt, Yoshi muss die selber drücken. Das heißt, wir... Ah, jetzt komme ich da nicht... Jetzt komme ich da nicht durch. Ja, das ist jetzt wieder gecheatet. So ist es natürlich nicht gedacht. Okay, das muss ich erstmal jetzt verstehen. Klar, ich kann dann hier durch und so. Ach! Ja, und jetzt mit der Shell wieder hoch. Oh! Oh, und jetzt hätte man die Shell halt nicht kaputt machen sollen. Ja, natürlich. Ich habe vergessen, dass wenn der P-Switch läuft, dass ich dann ja diesen Block da kaputt machen kann. Das war dumm. Richtig. Richtig. So ergibt das dann halt auch Sinn, ohne dass es Cheaten ist. Nein. Ach, Gott sei Dank. Nicht an den Dings da sterben. So. Sehr schön. Das war interessant. Das war interessant. Gut, das war Challenge 2. Wir sind bei Level Nummer 12. Guidance. Gehen die kaputt dann, wenn ich das so mache? Natürlich. Ich könnte jetzt also... Achso, der Pilz muss zum Yoshi... Klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich drücke den hier hin, dann bleibt er da drin, ne? Nein, tut er nicht. Okay. Ah, aber ich kann ihn so rausdrücken. Natürlich. Klar, logisch. Was ist das jetzt hier? Ach so! Ich dachte jetzt, die löse ich aus. Dem ist nicht so. Jetzt ist der Block weg. Oh, fuck, das war schlecht. Aber der drückt das gar nicht hoch, ne? Das muss oben sein, bevor er runterfällt. I see. Okay. Das heißt, der muss so weg. Ach, der Pilz fährt da wahrscheinlich einfach drüber. Dann ist es so jetzt richtig.
Dann muss ich jetzt die hier hoch und jetzt einfach gucken, dass die jeweils oben bleiben. Zu bald. So. Ne, die brauche ich nicht mehr. So, jetzt aber. Genau, der fährt einfach drüber. Ja, dann hoch mit dir. Und dann hoch mit Yoshi. Und dann hoch mit mir. Schlüssel holen. Das war's. Yay! Es ist immer irritierend, wenn da so viele blaue Blöcke sind und man nur einen eigentlich braucht. So, Velocity. Ah, das sind die Blöcke. Ja, RIP. Huch. Habe ich nicht gesehen, dass der On-Off auf dem On-Off-Blöcken liegt. Oh, die Musik, Alter. Jetzt könnte ich natürlich so, aber das ist halt schlecht, weil... Ne? Müsste irgend... Ach ja, ich kann die Shell ja vor. Ich bin dumm. Kann die Shell ja vorher da wegnehmen. Also ich kann sie ja beide da hochlegen. Da geht ja gar nicht schief. Da geht ja gar nichts tief. Wenn ich mich wie ein Conan anstelle, geht natürlich schon was schief. Dann lassen wir sie lieber mal noch unten. Ach Mann, ey. Ist es denn wahr? Ja, ist es denn wahr? So was Dummes. Danke. Warum? Warum passiert mir immer sowas? Ohne dich zu aktivieren, bitte. Danke. Nein, nicht dumm! Ich hab vorher noch gedacht, ich muss dann schnell runter und jetzt habe ich es vergessen. Ah. Oh. Triggert. Na. Wehe. Nein! Das ist kein schweres Level. Ich bin nur unfähig. In allem Maßen unfähig bin ich. Dann lege ich sie halt hier hin. So. So. Dankeschön. Och, mein Gott, diese Unfähigkeit. Olympus.
Da oben, da drüben wird der Schlüssel bewegt. Okay, das Ding macht wieder das gleiche wie vorhin. Okay. Das löst das jetzt einmal. Ja, ja, okay, schon verstanden. Ach so, der darf nicht hochgebracht werden. Ah. So. Jetzt ist nur die Frage. Geht das? Au! Da ist eine Stachel unten dran. Die habe ich noch nicht gesehen vorhin. Tatsächlich. Dann von der Seite auslösen, okay. Nein! Zu langsam. Da muss ja ein Pilz drin sein. Alles andere wäre unerklärlich. Jo. Easy. Best jetzt den Schlüssel oben lassen. Nice. Okay. Ich denke, ein Level machen wir noch. Ein Geisterhaus, natürlich. Okay. Suicide. Ah ja, wenn ich da oben sterbe, dann komme ich hier unten wieder. Okay. Mit anderen Worten. Na super. Oh, verstanden. Mit anderen Worten. Oh Gott, wie gut. Oh meine Güte, das wird interessant, wenn da noch mehr dazu kommt in der Richtung. Und wir sind unten angekommen. Oh, noch ein Geisthaus. Das gucken wir uns doch gleich noch an. Indiana. Das ging jetzt ja echt schnell. Wo will ich denn hin? Ja, aber jetzt geht's nicht mehr. Ach doch. Jetzt habe ich einen Block zu wenig weggemacht, ne? Yep. Das dürfte da nichts mehr bringen. Okay. What? Was war das denn? Das, was ich wollte.
Also geht's auch. Ach so. Da war ja was. So schon eher. Gut, Secret Exit hat das Ding auch noch. Den können wir auch noch einsetzen. Der ist da oben. Dann brauchen wir auch wieder den P-Switch. Und zwar nur den P-Switch. Oh, da war ich. Der On-Off macht das ja gar nicht. Huch! Also, wenn man hier so startet, dann geht das nicht. Ah doch, manchmal geht's. Manchmal geht's nicht, okay. Muss ich nur wahrscheinlich schneller sein, als ich möchte. Weil ich so jetzt natürlich das Problem habe. Probieren Sie einfach mal. Doch, das reicht. Ja, das ist easy. Wait. Fahre ich jetzt bis zum Ziel hoch so? Bitte ja. Okay, tue ich. Sehr schön. Okay. Na, gucken wir mal, wo das noch hinführt. Dann sollten wir wirklich den Part beenden. Okay, den gucken wir uns noch an. Kronos. Die Uhr. Das Ding fällt einfach ganz normal runter. Das Ach so, hier ist... Das ist das, okay. Ach, da kann ich auch stehen. Was? Hä? What? Kann ich damit die Zeit stoppen vielleicht? Ah. Aber jetzt müsste ich sozusagen... Ja, okay. Dann musste ich hier nochmal gestoppt werden. Okay. Ach, das geht eine gewisse... Ah! Okay, das hält eine gewisse Zeit. Das war schlecht. Ja. Ich muss dann halt nochmal stoppen. Es ist nicht schwer Es ist nicht schwer vom Verständnis her, es ist nur ein bisschen mühselig. Ah, scheiße. Die geht jetzt halt gar nicht mehr runter. So sollte es jetzt funktionieren. Easy. Gut. Jetzt aber wirklich Schluss. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal dann mehr davon. Und tschüss.